Das hat mir meine Mutter mal darauf aufmerksam gemacht, als ich angefangen habe mit der Lehre. Habe ich dann daheim das Besteck angeschaut. Ist wahr? Ja. Einsatz Gesundheit, der Talk. Der Podcast rund um Gesundheitsberuf. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Hört ihr oder schaut ihr auch in diesem Monat bei Einsatz Gesundheit, der Talk. Heute mit einem Gast, der nicht direkt mit Patienten zu tun hat, eigentlich gar nicht mit Patienten arbeitet, auch nicht aus der Pflege ist, aus klassischer Sicht, sondern sie pflegt etwas ganz anderes. Sie ist Medizinprodukte-Technologin. Sie pflegt all die Instrumente, die Zangen, Klemmen, Scheren, was auch immer dann bei ihr landet, wo man voran bei Patienten gebraucht hat. Es ist Johanna Hochstrasser. Hoi Johanna. Hoi Patrick. Willkommen bei uns. Medizinprodukte-Technologin EFZ. Das ist eine Berufslehre. Genau, ganz neu. Ganz neu, gell? Ganz neu seit 2018, ja. Und du hast das im 2018 als eine der ersten in der Schweiz gemacht. Korrekt. Was macht eine Medizinprodukte-Technologie? Habe ich das völlig falsch gesagt voran oder stimmt das nicht? Nein, stimmt so, stimmt so. Nein, MPTs sind Operationsinstrumente, die eben gebraucht sind, so wie du gerade gesagt hast, wieder aufbereiten. Das heisst, wir können es reinigen, desinfizieren, nachher kontrollieren, kontrollieren auch Funktionstüchtigkeit, dann pflegen, dann das Set wieder so zusammenstellen. Also es ist nicht nur ein Instrument, das wir aufbereiten, sondern es sind so Sets, wo vielleicht 50 Sachen drin sind, wo wir das dann wieder zusammenstellen nach anhand von einer Packliste, damit wir wissen, was kommt jetzt alles rein. Dass der Chirurg das kann aufmachen und Deck ist alles da. Also ja, so. Die Operationsassistenten. Also, genau. Ja, natürlich, die Chirurgen. Genau. Anders zu tun. Genau. Okay. Ja. Genau, und dann stellen wir das zusammenstellen, nachher verpacken und dann kommt es in den Stesator rein, wird sterilisiert und dann geht es nachher zurück zum Kunden. Genau. Medizinprodukte-Technologin. Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Ja, also eigentlich wollte ich VG lernen, hat aber nicht so funktioniert. Dann musste ich ein Zwischenjahr machen, weil ich dann nach der Oberstufe keine Lehrstelle hatte. Dann habe ich ein Zwischenjahr gemacht im Spital Uster. Mhm. Und dann dort als Praktikantin auf der Pflege gearbeitet, dann auch wieder beworben auf VG, auch nicht funktioniert. Und dann haben sie mir dort vorgeschlagen, ich soll doch mal MPT schnuppern gehen. Mhm. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust gehabt, weil ich Fokus halt eher frage, oder? Ja. Ich war dort durchstur. Bis dann aber trotzdem schnuppern. Ich so, ja, ich brauche eine Lehrstelle. Bin es anschauen. Und dann hat es mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Haben sie mir gerade zugesagt, eigentlich dort schon, wo ich schnuppern bin, dann hat man das halbe noch verkaufen. Ja, okay, genau. Unbedingt natürlich ja, und das hat auch gepasst. Oder? Ja. Ich habe sehr gute Leistungen gebracht, von innen her ausgesehen. Mhm. Und dann habe ich zugesagt und gesagt, ja, jawohl, dann machen wir das mal. Lehre, ja. Und jetzt, eben, jetzt bin ich seit 21 ausgelernt und ich hätte Frage wahrscheinlich abgebrochen, wenn ich Frage gemacht hätte. Komm, wir reden gleich noch schnell über den Moment. Ich meine, das finde ich jetzt doch noch spannend zu hören. Du, Johanna, willst Frage lernen. Zweimal. Also wir sind ja froh um jede Frage in diesem Land. Oder? Ja. Um jede Hand in der Pflege. Und dann sagt man dir zweimal ab. Wieso? Wahrscheinlich eben aus dem Grund, dass ich Sek B gemacht habe. Vielleicht aus dem Grund, weil es halt mehr Anschüler gehabt hat, haben sie halt die genommen, die ich dort auch nochmal im Spital Uster mich beworben habe. Hat dann auch eine Sek-Anschülerin das bekommen. Und dann im Frühling hat sie mir geschrieben, ich habe abgesagt, weil ich ins Gymi gegangen. Und ich so, nein, ich kann jetzt eine Lehrstelle. Ja, eben, ja gut. Und dann gehen sie dann wieder zurück auf B-Schüler. Oder? Und, ja. Schade. Ja. Schade. Aber du hast voran gesagt, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Im Nachhinein gefällt es dir sehr gut. Wieso hättest du, das vor einem Halbsatz schnell gesagt, du hättest schon die Frage abgebrochen, interessiert mich auch, wieso? Ja, es ist ein psychisch anstrengender Job, da habe ich auch Respekt davon. Und es ist mir persönlich zu viel geworden. Oder? Und ich war auch 16, als ich in der Pflege gearbeitet habe. Und es hat schon ein paar Situationen gegeben, die dann schon psychisch belastend sind. Und dort bin ich
muss ich zugeben, zu wenig belastbar gewesen. Zu wenig ready genau. in ja. dem Alter mit 16. Das ist genau. natürlich auch noch sehr jung. Aber wir stellen fest in diesem Tag, es ist nicht wegen der schulischen Leistungen gewesen, primär, weil du nicht. Gemerkt hast, es ist etwas anderes. Also ein kleiner Hint, man kann also durchaus gerne einen Sek. B-Schüler für eine VG-Lehre anstellen. Hä? Soll mal gesagt sein. Also, und jetzt bist du Medizinprodukte-Technologin EFZ. Was machst du den ganzen Tag? Du kommst am Morgen um 7 Uhr, fangen dir wie die Pflege um 7 Uhr an? Oder? Wie sind also, die anderen Mitarbeiter fangen um 6:30 an, ja. weil um 7 Uhr kommt schon unsere erste Tour. Oder? Wir sind nicht intern am Campus angesiedelt, sondern wir sind an einem Außenstandort. Ja. Und dann kommt halt die Ware um 7 Uhr an. Mhm. Und deswegen, schon bis man sich ein bisschen vorbereitet hat, eingearbeitet hat, man muss auch die Routinenkontrolle machen von den Geräten oder zum Wissen, funktionieren die Geräte, kann ich die brauchen am 7. Ja. Oder das muss heißt, ich sie gerade futschiessen, weil sie kaputt sind? Nein, von der Technik. Also das tut man reparieren? Ja, genau. Ja. Nein, nein. Aber man muss halt schauen, dass die Maschine funktioniert, dass man die nachher kann gerade, verwenden kann, wenn die dann kommt. Mhm. Genau, deswegen fangen die normalen Mitarbeiter fangen am 6:30 an. Lehrling und ich fangen dann am 7. an. Ja. Genau. Gut, und dann am 7. dann kommt das dreckige Operationsbesteck voller Blut, verschmiert mit irgendwelchen Hautfetzen oder an. Oder wie, erzähl mal, dann kommt also, die Anladung. Die meisten erwarten irgendwie so ein bisschen, dass Blut treifend ankommt, ist aber überhaupt nicht der Fall, es kommt eintrocknet an. Aber die meisten Instrumente haben ich gar nicht so viel Blut dran. Mhm. Oder? Weil man tut die OP auch komprimieren, oder? Man tut Blut stillen. Und dann, das meiste, was sie halt über Blut dran haben, sind eben die blutstillenden Instrumente, die bipolaren Pinzetten, monopolaren oder die, die mit Strom verwendet werden. Ja. Und was dann halt auch viel Blut haben, sind zum Beispiel Kaiserschnittinstrumente oder Herzinstrumente natürlich. Mhm. Die Hauptadere vom Blut ist. Ja. Und dann stehen die dort, ich gehe mir davon aus, völlig eingepackt in irgendwelche Schürzen, Händchen, Gesichts- und Mundschutz? Oder wie ja, man muss sich so vorstellen, wie wenn ein Patient in Isolation geht. Aha. Also wirklich Kittel, Hube, also wir haben noch Huben an, Mundschutz je nachdem, Gesichtsschutz, dass die Augen geschützt sind, das Gesicht, Händchen. Wir haben doppelte Händchen an von hausintern, dass es einfach nochmal mehr gesichert ist, falls wir uns würden stechen, dass es dort nochmal eine Sicherheit mehr gibt. Also Hygiene ist die oberste Ansage. Genau. Für euch selber und für Bestecke, die nachher wieder gebraucht werden, logischerweise. Genau. Also, und dann, was ist so ein bisschen der Ablauf im Tag? Also, wir teilen einmal die Leute je nach Arbeitsposition einteilen. Das heisst, wir gehen nicht den ganzen Prozess durch, sondern ein Tag ist man mal in der unreinen Zone, dann einen Tag mal in der reinen Zone und dann mal in der Sterilzone. Das heisst, man tut es aufteilen. Und in der unreinen Zone wird das Ganze triagiert. Wir haben auch Instrumente, die dürfen nicht in die Reinigungsmaschine, sondern die muss man von Hand aufbereiten. Mhm. Das heisst, wie daheim zum Beispiel Bratpfanne, wo man auch nicht in den Geschirrspüler tun. Ich vergleiche es immer so. Sehr gut. Dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Das mache ich zwar aber. Das ist nicht so gescheit, nein, okay, wegen der Teflonbeschichtung. Und wieso bei euch nicht? Weil sie zum Beispiel auf Wasser empfindlich sind, weil in der Maschine hat es Wasser. Und je nachdem darf man es nicht einlegen, es darf nicht unter fließendem Wasser sein, wegen zum Beispiel der Stecker für Ultraschallsonden zum Beispiel. Oder es vertreibt Hitze nicht in der Maschine, weil dort kommen wir mit desinfiziert mit 90 Grad. Oder? Die Röchnung ist nochmal ein bisschen höher. Das ist schon belastend für ein Instrument, je nachdem auf welchem Material das es besteht. Und deswegen tun wir es dann halt manuell aufbereiten, wo wir es dann einfach mit Tüchern tun, je nachdem einfach abwischen und das dann so einwirken lassen. Oder wir tun es dort einlegen und vielleicht den Stecker, wenn er nicht rein darf, draussen lassen und draussen abdesinfizieren und dann so einwirken. Also es gibt eine unreine Zone, eine reine Zone, irgendeine Zone. Also es hat etwa so drei Zonen. Wo das Steck und die Geräte durchfliessen, wo ihr quasi dann verantwortlich sind in dieser Zone selber. Was ist eigentlich sauberer, wenn du von Hand desinfizierst und reinigst oder die Maschine? Ja, also es sollte ja beides gleich sauber sein. Das ist die richtige Antwort. Genau. Was? Also, wir machen, wenn man es manuell aufbereitet, machen wir einen Proteintest. Das heisst, wir schauen, ob es nachher noch Blutrückstände auf dem Instrument drauf oder nicht. Ja. Und so können wir dann auch natürlich wieder sicher sein. Und wir haben natürlich auch immer jährliche Validierungen, wo wir das dann überprüfen, tun wir das richtig aufbereiten. Wir haben natürlich auch immer interne Schulungen, wo wir dann die Leute wieder darauf schulen, wie wird das gemacht, dass wir das wirklich
eben die manuelle Aufbereitung ist ein sehr grosses Thema, ein sehr komplexes Thema. Man muss auf sehr viele Sachen achten, dass man nicht an den Körper herkommt, dass man Händchenwechsel macht. Ja, weil man braucht es ja nachher wieder bei einem Menschen, der das super steril braucht. Genau. Und das meiste, was wir dann manuell aufbereiten, wird nachher nicht in der Temperatur sterilisiert. Mhm. Das heisst, auch dort wird dann Keim nochmal absterben. Wir nehmen den Podcast für die, die hören oder schauen auf YouTube am Vormittag auf. Es ist jetzt etwa 10:30. Du hast vorhin gesagt, wo du gekommen bist, du hättest nichts zu Morgen gegessen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, in dem Beruf, den du schaffst, wäre es empfehlenswert, wenn man etwas zu Morgen isst. Mhm. Ist das noch heute der Fall oder bist du generell eine, die einen starken Magen hat? Nein, ich esse erst um 9 Uhr immer so zu Morgen. Okay. Genau. Braucht es etwas im Bauch? Es braucht schon etwas. Vor allem mit der unreinen Zone, da startet man die ganze Zeit. Also man bewegt sich, man ist körperlich aktiv. Den Job denkt man vielleicht nicht, aber es ist ein recht körperlich belastender Job. Mhm. Das heisst, man muss da schon fit sein, um zum Beispiel eben schwere Transportwagen rumlupfen, schieben. Ja. Es hat Sätze, die sind, dürfen maximal von der Norm her bis 10 Kilo schwer sein. So Orthopädie-Sätze oder mit Hammer, Meißeln und etc. Mhm. Das heisst, es sind schon schwere Sachen dort drin. Oder? Dann muss man schon körperlich fit sein dafür. Jetzt schaffst du als junge Frau in einem Beruf, wo es eben Kisten, Besteck, Deck, passt das total? Hast du das gar nicht gekannt, den Job? Und hast du dir jetzt etwas Neues wirklich kennengelernt? Oder bist du immer so ein Händzärmelig gewesen? Hast du gerne ein bisschen Instrument gehabt, ein bisschen Leidenschaft ausleben? Also mich muss man zur Vorgeschichte ein bisschen zurückspulen. Meine Familie ist eigentlich eine Handwerkerfamilie. Ja. Meine Mutterseite ist Schreinerfamilie, meine Vaterseite war Maurer, Baustellenfirma. Mhm. Und deswegen wäre so mein Plan B gewesen, wenn ich Frage nicht bekomme, die Schreinerin zu machen. Auch ein schöner Beruf. Ja. Und deswegen finde ich, MBT ist eine sehr, sehr gute Mischung, weil es ist doch anatomisch, was mich sehr interessiert, was ja der Grund war, dass ich eine Frage machen wollte. Mhm. Aber man kann auch handwerklich sein, so laparoskopische Sachen, die man muss zusammenbauen, Bohrmaschinen, die man zusammenbauen muss, die man ölen muss. Und das hat dann eine handwerkliche Seite. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass es wirklich auch für Lernende, die jetzt einen Job, Lehrstelle suchen, oder sage ich immer, es ist eine sehr gute Mischung. Wenn dich das interessiert und das, es ist wirklich eine sehr gute Kombo. Mhm. Also eigentlich kannst du sagen, hast du durch die zweimal Nein jetzt quasi in der VG doch eigentlich fast einen passenden Job gefunden für dich als MPT. Genau. Was muss man mitbringen, dass man diesen Beruf gern und gut machen kann? Man muss sehr gut können, genau arbeiten. Man muss gerne sorgfältig arbeiten, weil Augeninstrumente sind zum Beispiel sehr Millimeter klein. Ja. Man darf nicht Farbsehschwäche haben, keine Farbsehschwäche, weil wir haben Indikatoren, die man auslesen muss, die dann halt vielleicht auch von Rot auf Gel oder so Rot-Grün-Schwäche wäre jetzt nicht so optimal. Okay, schwarz-weiß so spannend, sowieso nicht. Okay. Das heisst, wir müssen die Indikatoren können auslesen können. Man muss gerne können allein arbeiten. Mhm. Klar, wir sind in einem grossen Team. Das heisst, es hat immer jemand, der da ist. Aber grundsätzlich schaffst du für dich allein mit dem Set, den du gerade vor dir hast. Du bist das selber am Machen. Aber wenn du eine Frage hast, kannst du auch den Kollegen fragen, der nebenan ist. Interessiert am Technischen. Oder? Wie ich gerade gesagt habe, man baut Sachen zusammen, man muss können vernetzt denken, weil manchmal ist es vielleicht nicht gerade so beschrieben, wie es sollte. Das heisst, man muss auch selber mal ein bisschen überlegen, wie könnte man das zusammenbauen, auf was muss ich schauen, Hohlrauminstrumente müssen wir anstecken, dass das eben auch wieder gereinigt wird, dass man dort nicht vergisst, dass man alles schaut und eben technisch, man muss Sachen auseinanderbauen, zusammenbauen, kleine Sachen zusammenschräubeln und das ist schon eine wichtige Eigenschaft. Und man muss genau arbeiten, kann ich mir vorstellen. Oder? Ja, sehr genau, ja. Pflichtbewusst sein auch. Genau, pflichtbewusst auch, weil am Schluss, man trägt selber die Verantwortung für das Set, oder? Wir haben eigentlich eine recht direkte Rückmeldungsvariante. Das heisst, wenn etwas nicht passt, dann reklamiert ob's, oder? Ja, genau. Und wir bekommen das gerade zurück über und man kann mit der heutigen Zeit, wir müssen alles rückverfolgen können. Das heisst, wir scannen jeden einzelnen Arbeitsschritt und so kann man sagen, wer hat was gemacht, weil es steht immer ein Name dahinter. Also jedes Skalpell, das durch deine Hände ist, kann man dann also so genau noch nicht, aber man kann sagen, du hast es vorbereitet, du hast es gereinigt, du hast es freigegeben, der Prozess, du hast es gepflegt, du hast es kontrolliert, der hat es gestartet, der hat es wieder zurück an den Kunden geschickt, also man sieht alles. Oder man kann eigentlich alles rückverfolgen. Und man sieht, in der Packliste kann man auch sagen, wenn zum Beispiel etwas fehlt oder eben nicht fehlt, sieht man das. Oder? Mhm.
Wenn man es jetzt zum Beispiel vergessen hat, das Set reinmachen, aber es nicht markiert hat, kommt dann halt die Reklamation, ja, fehlt ohne Info. Oder? Ja, und dann kann man dann wieder in der Packliste schauen, wie hat man es eingetragen. Okay. Dann kann also, man so eigentlich... Man muss zu Recht ein bisschen ein Tüpfelscheisser sein. Ja. Um das wirklich ganz... Weil es muss stimmen, da gibt es keine Alternative. Oder? Es muss stimmen. Welche Geräte sind eigentlich am aufwendigsten zum Reinigen, zum Putzen? Wo wenn das kommt, sagst du, oh nein, schon wieder so ein... Ding. Ich muss jetzt sagen, von mir aus, ich bin nicht so orthopädiestark. Wir sind jetzt auch nicht so ein Orthopädie-Haus. Oder? Da haben jetzt andere Häuser, die nur auf Orthopädie ausgelegt sind. Natürlich viel, viel mehr Sachen, die auf Orthopädie sind. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen die einfachsten Formen. Aber dort muss ich auch mal immer nachfragen, wie baut man jetzt das schon wieder auseinander? Wie baut man das jetzt wieder zusammen? Und da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt nicht so schnell drin. Oder? Da bin ich viel schneller mit Grundinstrumenten von Visceral, oder, wo ich so schneller kann. Zack, zack. Aber bei Orthopädie... Okay. Kiefer ist auch ganz komplex mit diesen Sachen. Also, wenn du so Lego-Technik-Liebling bist, hast du dann ist Vorteil. MKG schon ein bisschen. Ja. Jetzt bist du seit dem letzten September auch Berufsbildungsverantwortliche am USZ für die MPT. Lehrgänge oder Lehre, Berufslehre. Wie viele Lernende hast du im Moment? Im Moment haben wir 4 Lernende. Ja. Genau. Genau. Und wie sind die so, wenn sie mit dem Beruf, du hast es ja selber gemacht und dann siehst du jetzt das erste Mal die nachkommende Generation. Ich kann mir vorstellen, das hilft dir sehr, dass du noch sehr frisch an dieser Lehre bist, oder? Ja, es hilft auch. Und wenn sie halt schulische Fragen haben, dann muss ich mich auch wieder auf den aktuellen Stand bringen, oder? Es hat jetzt auch ein paar neue Gesetze gegeben, die rausgekommen sind, die wir dann in der Schule nicht hatten, aber jetzt dann trotzdem kommen so von der Qualitätsmanagement-Seite her. Aber halt auch so Sachen, die du eigentlich im Alltag gar nicht brauchst, aber theoretisch brauchen sie es natürlich. Dann muss man das halt wieder aufgraben oder halt eben eine Rechnung, die man ausrechnen müssen. Aber eigentlich, die Maschine macht das selber. Okay. Was ist eigentlich so ein bisschen von der Fächer her, wo muss man gut sein in der Schule, dass man auch gut ist nachher in der Berufslehre zu der MPT? Also wenn ich Bewerbungen anschaue, das mache ich ja auch, den Bewerbungsprozess, dann schaue ich auf Naturwissenschaft, also Natur und Technik heisst es ja heutzutage, weil wir halt in der Ausbildung einen Teil Chemie haben, einen Teil Physik, Biologie, wir schauen Mikrobiologie an. Das ist schon ein wichtiger Teil. Und ich persönlich, das sage ich nur von mir aus, ich schaue auf die Handarbeit. Also Hanski? Hanski, ja. Nähen, lesen, Schneiden. Genau, oder weil ich vorher schon gesagt habe, man schaut auf, also wir müssen genau können arbeiten, präzise können arbeiten, sorgfältig. Aha. Und in der Hanski muss man ja genau und präzise arbeiten, wenn man etwas so zusammennähen. Oder? Und dort sieht man, macht das jemand gern. Macht es auch so genau, oder? Und nachdem wird ja dann in der Hanski benotet, oder? Und deswegen schaue ich einmal auch noch auf den Part. So gut! Endlich ist einmal die Hanski-Note etwas wert. Sagen wir mal, ist das ein bisschen, das ist ein bisschen fies, aber weißt du, das ist ja Singen, Sport, Hanski, Kochen. Nein, Sport braucht man absolut nicht. So ein bisschen, oder? Meistens sind es die anderen. Und du, ich finde das eine super Begründung, oder? Mhm. Also Handarbeitsnote ist unter Umständen, oder auch Kochen oder so Hauswirtschaft. Ja, das ist jetzt weniger Kochen, aber... Nein, aber einfach so ein bisschen zum... Ja, es ist das Feingefühl, Putzen und Machen, Feingefühl. Mhm. Okay, was sind das für Leute, die so eine Lehre machen? Wenn du jetzt so ein bisschen deine 4 Menschen anschaust, die im Moment bei dir sind. Ich schaue jetzt nicht nur auf meine 4 Menschen, die ich habe, sondern auch, wir haben auch interne Informationsanlässe zu der Berufslehre. Und dort sind es auch mehr so... Jugendliche, die vielleicht eher noch schüchtern sind, oder? Die nicht direkt jetzt eben zum Beispiel im Patientenkontakt, wenn nicht direkt in Kundenkontakt. Und das meiste, was ich gehört habe, ist der Vorteil an dem Beruf, eben nicht direkt einen Kundenkontakt. Ja. Und das ist ja für mich auch eigentlich die optimale Lösung gewesen, dass ich nicht einen direkten Kontakt habe. Und das gefällt den meisten und eben selbstständige Arbeiten. Und das Wissensgierig sein, bei uns kommt immer Technologien, oder? Die tun sich immer voranschreiten. Vielleicht hast du auch schon gehört von der Da Vinci-Operation oder Robotik. Genau. Und dort wird Technologie auch immer besser. Oder? Und das heisst, man muss immer etwas Neues dazulernen in unserem Beruf. Der wird nicht langweilig. Und wenn jemand natürlich gerne hat, dass immer neue Sachen hat, dass man etwas Neues dazulernen kann, dass man wissensgierig ist, dann ist der Job wirklich super. Sehr gut. Also wir haben einen neuen Beruf in diesem Land seit 5 Jahren. Der heisst Medizin, Produkte, Technolog in EFZ, wo man lernen kann in einer 3-jährigen Berufslehre.
wo man alles, was dreckig ist, wieder so sauber macht, dass es außer der Sauberkeit nichts auf diesen Besteck drauf hat. Genau. Bist du daheim auch so sauber und rein in deinen eigenen vier Wänden? Nein, aber das hat mir meine Mutter mal darauf aufmerksam gemacht. Als ich angefangen habe mit der Lehre, habe ich dann daheim immer das Besteck angeschaut. Ist wahr? Ja. Und dann ich so, das hat eine Lochkorrosion. Sie so, jetzt bist du ruhig. Ist nicht so schlimm bei uns. Ja, nein. Und dann manchmal verwünsche ich mich auch wieder, wenn ich in einem Restaurant bin, dass ich das Glas anschaue, auf Kalkflecken oder eben Korrosionen am Besteck. Mhm. Aber ja, das... Ja, da wird man ein bisschen so ins Berufsdubbel, oder? Man, ja, okay. Ja. Und dann sagst du zum Teil auch etwas? Nein. Im Restaurant das Gabel oder so, sagst du auch, komm. Nein, das sind ja Menschen, die machen dann nur einen Job. Das ist ja wieder ein steril gewaschen im Restaurant. Nein, nein. Wie ist eigentlich so ein bisschen das Arbeitsumfeld? Also ihr seid dort, ihr habt die drei Zonen, die ihr arbeitet. Ihr seid völlig eingekleidet, wie... Wenn man zu einem Patienten geht mit einer hochansteckenden Krankheit. Also nur in der unreinen Zone. Oder der andere ist es anders. Dort haben wir andere Kleider. Oder dort haben wir andere Kleider, Reinraumkleider. Ja. Ah. Da sind wir jetzt auch wieder vom Spital her eigenständig. Wir haben ein bisschen andere Kleider als normale Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte. Ja. Mit einem Reinraummantel. Ja. Also wir haben da eine recht hohe Anforderung, wo man wirklich die Ärmel bis vorne an die Handgelenke haben, dass man über die Hautschuppen nicht würde, in Sieb hineinfallen. Der Mantel geht etwa so bis zu den Knien, dass man wirklich auch Bauchschuppen je nachdem halt dann auch nicht würde abfallen. Wir müssen die T-Shirt in die Hose rein tun, damit es eben nicht rausgeht. Wir haben auch wieder eine Haube an. Männer mit einem Bart ab 2 mm müssen einen Bratschutz anlegen, dass er wirklich... Ab 2 mm? Ab 2 mm. Das ist immer wieder eine Rekrutenschule. Okay, genau. Gut. Ja. Und sonst halt rasieren. Ja, genau. Und dort sind wirklich rein Raum, oder? Die Qualitätsanforderungen, die Hygieneanforderungen sind hoch. Desinfizieren muss man. Genau. Also da wird nicht dem Zufall überlassen. Nein. Ja. Ja, eben, ich meine, Hygiene ist in der Spitallandschaft sowieso so und so und bei euch auch. Jetzt, ich habe da gelesen, ich habe das da aufgeschrieben, du müsstest auch Massnahmen und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, haben wir darüber geredet, mit Doppelhemdchen und so, zum Gesundheitsschutz, ja, dich selber nicht irgendwie infizieren mit etwas, und Umweltschutz gewährleisten. Was wäre denn eine Massnahme, um den Umweltschutz zu gewährleisten? Also, wir haben ja sehr viele Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel im puren Kanister. Das heisst, wenn mal etwas leer ist oder irgendetwas nicht gut ist, dass man das vielleicht nicht den Abfluss runterleert, oder? Ja. Weil das hat das Gefahrenzeichen mit dem Fischli drauf, oder? Gewässerschutz, Umweltgefährdung, dass man das vielleicht nicht machen würde. Wir haben da oft sehr viele Spraydosen, die auf Druck sind, dass man die auch richtig entsorgt, oder? Weil die sind natürlich entzündlich. Das könnten schon... Knöpfe verbrennen, wenn das irgendetwas ist. Genau. Wir haben das eben im Reinraum, wir müssen immer regelmäßig die Hände desinfizieren, dass man dort auch schaut, dass mit dem Desinfektionsmittel, dass man die auch sicher lagert, oder? Dass sie nicht direkt auf dem Boden stehen, sondern ein bisschen erhöht, falls mal irgendetwas kommen würde. Dann haben wir dort wirklich auch... Man wird sensibilisiert, genau, auch in die Richtung. Sensibilisiert, genau. Was ist denn jetzt so der Moment, wo du weißt, in den letzten mittlerweile 5 Jahren in diesem Beruf, wo du nicht mehr wirst vergessen? Gibt es so ein Besteck, eine Situation, ein Vorkommnis, wo du erlebt hast und sagst, wow, das erzähle ich allen. Nein, also einfach jetzt nicht irgendetwas Negatives, aber was sicher ist, der Umzug war. Wir sind ja vom Campus her eben an den Aussenstandort gezügelt. Das ist während meiner Lehrzeit passiert. Und dort habe ich dann noch spezielle Aufgaben bekommen, die ich helfen durfte einrichten. Und das ist sicher etwas, wo mich selber auch gefördert hat, oder? Wo ich etwas Neues gelernt habe, in den Stammdaten hindurch auch mal etwas einstellen. So ein bisschen Richtung Instrumentenmanagement, oder? Das ist eigentlich nicht Teil von der Ausbildung, aber ist mir gegeben worden. Cool. Und dann die zweite Situation, Corona. Also, wie ist das genau? Guter Punkt. Wie war das eigentlich? Also klar, die Operationen sind zurückgegangen. Oder? Man hat dann nur noch das Nötigste operiert. Oder? Nicht mehr so plastische Chirurgie, jetzt vielleicht eher zurückgegangen, weil es jetzt nicht lebensnotwendig war. Wie der Notfall zum Beispiel oder Geburten oder Herz, irgendetwas. Ja. Aber wir haben natürlich auch Sachen aufbereitet für die Schutzmassnahmen für die Pflegenden. Dass man dort... Schutzbrillen aufbereitet haben. Wir haben am Anfang natürlich auch Desinfektionsflaschen wieder aufbereitet, oder? Weil es knapp geworden ist mit dem Desinfektionsmittel. Die Kantonsapotheke hat Desinfektionsmittel bereitgestellt. Und wir haben dann halt alle Flaschen gesammelt und die dann wieder sauber gemacht, gereinigt. Ich mag mich erinnern, wir haben eine Zeit lang die Desinflaschen nicht vorgerührt. Ja, die sind dann alle zu uns gekommen.
Und dann halt die Pümpeli haben wir dann, das war ein bisschen mühsam gewesen. Wir haben die alle auch müssen durchspülen, oder? Das ja, heisst, ja, wir haben die wirklich ein paar Mal müssen pümpeln, um die alle wieder aufbereiten, ja. Also gut hat man auch in einer Pandemie-Situation so ein, ich sage jetzt mal, Labor, oder wie sage ich, eure Werkstatt? Oder was ist eigentlich bei euch Labor? AMP, eine Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Entschuldigung, eben, das muss ich immer klar machen. Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte oder Desinfektionsflaschen. Ja. Okay, also dort haben wir vor allem auch ganz mit etwas anderem zu tun gehabt, als eigentlich sonst. Ja, also wir haben erst letzte aufgehört mit diesen Corona-Brillen. Okay. Also wir nennen es Corona-Brille. Ja, ja. Wir haben erst letzte aufgehört, so vor 2-3 Monaten haben wir die nicht mehr. Ja. Genau. Und dann, das hat, wann hat das angefangen? Im 19. Ja. Dort habe ich angefangen, so im zweiten Lehrjahr so, die aufzubereiten und die, ja, die habe ich jetzt gesehen. Ja. Vermisst es auch nicht, oder? Nein. Ja, genau. Du, jetzt bist du Berufsbildnerin seit September, hast die Lehre gemacht. Wie geht es weiter? Was ist so, wenn man MPT ist? Wie kann man sich da weiterentwickeln? Also ich bin jetzt eben in die Berufslinie, die Berufsbildungslinie reingerutscht. Oder? Man hat ja so etwa 3 verschiedene, oder Fachkompetenz, Bildung oder Führung. Ich bin jetzt in der Bildung rein. Den Berufsbildnerkurs habe ich eigentlich gerade nach meiner Ausbildung angefangen, oder? Weil dort haben wir schon zu wenig gehabt, wo man dann halt nicht so, ja, wieso nicht, oder? Wieso gebe ich nicht mein Wissen weiter? Jetzt, ich bin die erste MPT, die abgeschlossen hat, oder? Ja. Ich so, warum nicht? Ich gebe gerne mein Wissen weiter, oder? Weil es sind unsere Zukunft, oder? Und dann denke ich, okay, machen wir bloß einen Kurs. Habe ich gemacht. Und jetzt im Sommer dann, im 23. fange ich an mit dem SWEB-Kurs. Ja. Der eidgenössisch, oder? Wo dann auf der ganzen Schweiz gültig ist. Und dort geht es dann nachher auch wieder weiter, wo man dann noch weiter rauf kann. Genau. Wie ist das eigentlich bei den UKAs, wo ja dann die Lernenden haben? Braucht es dort auch Lehrpersonen? Also könnte es auch mal sein, dass du UK-Lehrerin? Ja, hätte ich jetzt auch noch angeschrieben, aber eben da bin ich jetzt mit dem UK auch noch selber am Schauen, mit der ODAG. Ja. Im Nachnamen vom SWEB-Kurs müsste ich auch dort mal einen Unterricht vorbereiten. Also ist noch nicht fix, aber wäre es mal geplant. Ich kenne die ja, die kennen mich ja, die kennen meine Leistungen, deswegen wäre das dort mal ein Platz offen. Bist ja noch jung, hast ja noch Zeit für all das. Du, ist ein Run auf die Medizinprodukte-Technologen eine Berufslehre oder ist es noch eher nicht ein bisschen, so? Ja? Noch nicht. Also, jetzt, unsere Quote war jetzt nicht so schlimm mit den Bewerbungen, es war okay. Aber eben, natürlich so zum Vergleich zur VG ist es natürlich viel weniger. Oder? Man kennt es natürlich man auch, noch nicht. Oder? Deswegen ist es mein Anliegen, dass das weiter in die Welt rauskommt, dass man da weiss, was ist MPT. Und was ist MPA? Ja. Kann man vorstellen, dass das auch noch verwirrend ist? Genau, ja, habe ich auch schon falsch gesagt. Also so medizinische Praxisassistentin. Genau, ist etwas komplett anderes. Genau, ja. Das ist dann ein anderes, ist dann ein anderes Business. Genau. Fangt man da einmal im Jahr an, ganz normal im Sommer, oder? Im Sommer, genau, wie alle anderen auch im Sommer, genau. Ja, du, was möchtest du noch, jetzt hast du, darum bist du ja da, oder? Dass man das MPT, den MPT-Lehrgang Berufslehrer kann bekannt machen. Was möchtest du noch sagen? Du bist die MPT-Frau, sicher in Zürich und eine von der ersten in der Schweiz. Was möchtest du noch den Leuten sagen, die jetzt zulassen? Oh, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, hey, mal, das ist wichtig zu wissen, das liegt mir auf dem Herzen, um das noch zu sagen auch? Ja, nochmal zu der Anforderung zurückzukommen, man muss können mit Blut umgehen. Mhm. Blut ist wirklich ein grosses Thema, weil eben die einen, wenn sie es umkippen, dann ist es ein falscher Job. Man kann das nicht umgehen, man muss nicht reingehen, man muss in die unreine Zone. Man muss auch je nachdem mit dem Geruch klarkommen. Weil ich kann auch schon, wenn vielleicht noch Stuhl am Instrument ist, wenn von der, das Instrument fürs Rektum, dann muss man auch da mal damit rechnen. Man muss können mit Fett rechnen, von Fettabsaugungen, mit Geweberückständen, Knochenrückständen. Da muss man alles können sehen und je nachdem halt auch anlangen, oder, wenn man in der unreinen Zone ist. Also das heisst, da ist schon ein wichtiger Punkt, dass man da drauf gefasst ist. Oder? Sehr wichtig, dass du das erwähnst. Wir sind, ich sage jetzt mal, ins Gruselkabinett nicht so tief eingetaucht voran. Ja. Aber ist, wie findet man das eigentlich raus? Respektive, wie hast du das gewusst? Schnuppern. Ja. Aber ich habe jetzt einfach von meiner Persönlichkeit her habe ich jetzt nicht so ein Problem damit. Ja. Eben, wenn man schon die VG anstreben will, sollte man auch kein Problem damit haben. Mhm. Also,
Das Schwimmen sind Schnupperlehrer. Ja, also. Man findet, also das ist wirklich ein wichtiger Teil. Egal, jetzt, wer kommt schnuppern, ob Lehrling für Praktikum oder für normale Stelle, aber die wissen es ja eigentlich dann schon, dass man dort wirklich in die unreine Zone geht, dass man das sieht, miterlebt, dass man es kann auch schmücken, weil der Geruch macht auch noch etwas aus. Genau, das ist manchmal schlimmer als die Wahrnehmung via Augen. Genau. Oder? Ja. Genau. Und was ich auch noch will sagen, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob es andere Spitäler jetzt auch machen, aber wir können jetzt auch von uns reden, wir gehen auch während der Ausbildung in OP schauen. Ja. Das heisst, wir müssen ja wissen, wie wird das angewendet, um zu wissen, was ist für unseren Kunden, also erstmal die Operationstechniker, dass sie wissen, wo wir müssen schauen, darauf achten, dass sie sich nicht verletzen beim Aufmachen, dass sie wissen, oder können das steril öffnen oder dass wir es so richtig verpacken. Gibt's das Verständnis auch für die andere. Genau, und so wiederum müssen wir es auch spiegeln. Das heisst, auch die OP-Techniker, die Studierenden, die kommen zu uns in die AMP, dass sie wissen, was bedeutet der Instrumentenkreislauf, oder? Ja. Dass wir wirklich den ganzen Instrumentenkreislauf abdeckt haben. Also man ist voll in dem Spitalmedizinkuchen drin. Genau. Aber doch für sich, ohne Patientenkontakt, genau. Macht man die wichtige und sterile, hochsterile Arbeit für den Arbeitsprozess. Genau. Johanna, herzlichen Dank, Dankeschön. Dass wir da eintauchen in die Desinfektionsmittellandschaft, wo du am Arbeiten bist beim USZ. Es war eine der ersten MPTs in der Schweiz, hat die Lehre gemacht am Unispital als Medizinprodukte-Technologin und ist jetzt Berufsbildungsverantwortliche seit dem September. Johanna, danke für deinen Besuch. Danke vielmals, kann ich da sein. Sehr gerne und ich hoffe, dass ein Haufen werden die Lehre in Anspruch nehmen, weil es ist vielleicht eine, die man nicht gerade aufs Erste drauf kommt, weil man es halt noch nicht so kennt. Aber wenn man gehört hat und auch gesehen hat, faszinieren kann, wenn man ihr so zulässt. Ich danke fürs Zuhören, auch bei euch daheim oder unterwegs, wo immer ihr den Podcast hört. Ich lade euch auch ein, die vergangenen Folgen zurückzuspulen. Wir haben schon über 30 Folgen aufgezeichnet in den letzten Jahren. Hört rein, gebt uns einen Daumen auf, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert in den Kommentarspalten. Jederzeit erlebt. Wir freuen uns sehr. Entweder auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo auch immer das aufpoppt in euren Online-Geschichte. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, wenn es heisst Einsatzgesundheit, der Talk. Auf Wiederhören. Einsatzgesundheit, der Talk. Der Podcast rund um Gesundheitsberufe.